Hey! Habt ihr euch eigentlich mal vorgestellt, irgendein Spiel blind zu spielen? Ich meine, das ist ja eigentlich praktisch unmöglich, weil man sieht ja nichts, logischerweise. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich spiele heute einfach mal Pro Builders, baue etwas Bescheuertes in Minecraft, aber blind. Und mal schauen, was denn im Endeffekt dabei rauskommt. Ich würde sagen, ich setze das Ding jetzt einfach mal auf und wir sehen uns gleich. So, ich habe jetzt das Thema schöne Frau ausgewählt und ich habe mir jetzt einfach mal die Augen verbunden. Ich habe mir aber gedacht, dass ich wenigstens das Recht habe, mir ein paar Blöcke auszusuchen, denn ich meine, es ist schon schwer genug, die im Nachhinein dann irgendwie blind auszuwählen. Mal gucken, ob wir daraus irgendwas hinkriegen. So, das hier müsste Hautfarbe sein, deswegen versuche ich jetzt erstmal mit damit irgendwie die Beine zu machen oder sowas. So, ich habe nämlich überhaupt gar keine Ahnung, ob ich jetzt überhaupt hier fliege oder sowas. Aber ich würde sagen, so kommen die Beine. Dann so irgendwie. Und jetzt würde ich sagen, ich ziehe jetzt noch mal ein Bein nach oben. Und ich glaube, jetzt kann ich hier rechts an der Seite von diesem Ding hier runterfallen und dann irgendwie. Ich glaube, jetzt habe ich Beine gemacht. So. Als allernächstes müssen wir hier irgendwie, glaube ich, eine Klamotte oder sowas dran klatschen. Weil die gute Dame braucht ja auch einen schönen Rock. Und deswegen machen wir der jetzt, glaube ich, mal einen schönen Rock irgendwie. Den ziehen wir jetzt am besten mal irgendwie hier so rum. Also ich glaube, hier sind so die Beine. So, und dann müssen wir hier oben drauf. Bin ich auf dem Rock drauf? Ich glaube schon. So, und da ziehen wir jetzt ein bisschen was hoch. Und immer... So, da müssen wir jetzt irgendwie so einen Rock hochziehen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig mache. Ich höre nicht mal, ob ich Blöcke platziere. So, das müsste jetzt vom Gefühl her ungefähr der Rock sein. Und jetzt braucht die gute Dame am besten noch einen Kopf natürlich. Ich gehe mal eben hier oben irgendwie hin. So, jetzt braucht die quasi hier an der Seite... So Arme, die irgendwie so gehen. Ich stelle mir das gerade die ganze Zeit in meinem Kopf vor, wie ich um dieses Modell von dieser Frau rumgehe und irgendwie halt diese Arme da dran mache. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich mich gerade befinde und sowas. So, und dann müsste hier oben eigentlich noch ein Kopf drauf. Und ich glaube, der Kopf muss am besten dann irgendwie so. Ich mache mal hier irgendwie so ein bisschen wild, weil, keine Ahnung, ich glaube, ich kriege keinen Kreis hin. Ich mache dann einfach mal so. Und dann hier unten noch, hier noch irgendwie so den Mund. Und dann brauche ich noch den gelben Block. Ich weiß nicht, ob das hier der gelbe Block ist. Und damit will ich dann die Haare machen. Mal hier dann. Hier dann ungefähr das die Augen so irgendwie. Auf dem. Oh ja, das hört sich richtig an. Oh ja, ich höre Blöcke. Okay, dann muss hier quasi. Hier müssen die Haare hin. Meine Frau kriegt blonde Haare. Ah. Shit. Ich höre nichts mehr. Ah ja, das hört sich richtig an. Da muss hier am besten noch ein bisschen Arm hin. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob jetzt schon die Voting-Phase ist. Ich will mal ganz kurz spicken. Okay, ich habe nur auf die Zeit gespickt gerade und ich sehe gerade, dass ich noch 30 Sekunden habe. Ich habe nichts von meinem Bauwerk gesehen. Ich würde jetzt einfach nochmal was Schönes daneben bauen. Ich baue jetzt nochmal eine Blume. Ich baue jetzt nochmal hier eine Blume daneben. Vielleicht ist die auch noch ganz schön. Ich höre irgendwie nichts. So, ich nehme jetzt einfach mal die Augenbinde. Oh, perfekt, okay. Schauen wir doch mal. Das ist doch eine sehr, sehr schöne Frau. Gehen wir doch mal ein, naja. Ich weiß überhaupt nicht, was ich gerade gebaut habe, weil ich habe mein Bauwerk noch nicht gesehen. Das heißt, ich werde jetzt gleich selber davon überrascht sein, wenn es rankommt. Also es könnte ja auch sein, dass ich das hier gebaut habe, aber habe ich ja nicht. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich sowas Gutes hingekriegt habe. Deswegen gebe ich mal ein Okay. Okay, alles klar. Naja. Es ist eigentlich schön, aber irgendwie, das Motiv ist ein bisschen zu krass. Ah, das ist doch mit Sicherheit meins. Ah ne, so Blöcke habe ich ja gar nicht verwendet. Ich sag mal, naja, das ist jetzt nicht so mega heftig. Holy fuck, Alter. Ich sag mal, naja, weil das wieder so ein eigenartiges Motiv ist, Leute. Was ist denn los mit euch? Warum könnt ihr keine schöne Frau machen? Warum müsst ihr immer Frauen mit Dödeln im Mund machen? Könnte ja glatt von mir sein. Ah ne, ist viel zu gut. Ist wirklich eine schöne Frau, deswegen gebe ich mal ein Gut. Weil ich hoffe, dass es gewinnt. Ich glaube nämlich nicht, dass meins gut genug ist, um gewinnen zu können. Ich glaube, das ist meins. Ja, das ist einfach mein Bauwerk. Ja, ist doch eine schöne Frau. Was würdet ihr denn sagen? Findet ihr das nicht schön? Das ist doch echt... Scheiße, Alter. Das ist doch echt eine wunderschöne Frau, oder nicht? Die hat ja rote Haare. Oh ja. Ich hoffe so sehr, dass ich das noch gewinne. Alles klar, so ein Checker. Sieht aber irgendwie nicht nach einer Frau aus. Ich gebe mal einen, naja, ich finde es auch nicht so mega krass irgendwie. Sieht, weiß nicht, keine Ahnung. Die ist doch wirklich mal hübsch. Die ist doch mal hübsch. Und weil die so hübsch ist und weil die so schön Lippenstift drauf hat, sage ich einfach mal, okay.
Es ist okay. Das ist ein Pilz. Das ist keine schöne Frau. Nee, schrecklich. Obwohl er schön ist, aber ist keine schöne Frau. Was? Was? Ich hab nicht gewonnen. Oh nee, ich mach gar keinen Sinn mehr, Alter. Wenn es euch gefallen hat, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Das war's, bis wir uns beim nächsten Mal.